Und damit herzlich willkommen zurück zu Art of Rally, dem letzten Part. Wir machen heute die freie Fahrt in Komara. Und zwar am Morgen mit The Rotrai K. Nein, machen wir natürlich nicht. Ich möchte was schnell machen. Warte mal, was gibt's denn alles in kleinen Bussen? Das Highspeed-Van, das Speed-Van, das Highspeed-Van, das Cube-Van und Fun-Selectors-Van, okay. Und den gibt es irgendwie in 12 Lackierungen, die wir freigeschaltet haben, wa? Ja, ich schätze mal. Wir fahren Gruppe A. Und ich glaube, wir fahren entweder The Max Attack oder The Fujian. Wobei Il Gorillona natürlich auch extrem gut war, ne? 20 Events, 19 Podien. Und die haben wir alle auf schwierigster Schwierigkeit gemacht. Also auf realistischem Schaden. The Cozy 90 war aber auch relativ erfolgreich. Achso, das sind nur Podien. Ich bin dumm. Okay. Wir fahren den Fujian. Und zwar selbstverständlich in der klassischen Lackierung. Alle anderen finde ich ehrlich gesagt nicht so gut. Die sind okay, aber nein. Let's go. Kurz überlegt, das in dem zu machen, weil er halt Covercar ist quasi in Komara. Und wir haben ein paar Sachen vor uns. Wo starten wir denn? Wir starten hier. Ich würde sagen, wir holen das alles relativ gegen den Uhrzeigersinn. Ja, komm. Warte, wo bin ich da? Okay, dann holen wir jetzt als allererstes mal ein Foto, was hier ist. Nämlich hier. Und zack, genieße die Aussicht. The fuck, warum steht hier ein riesiges Schaf? Achso, das ist Wash, das ist okay, aber Paint wollen wir nicht. Ach komm, scheiß drauf, was kriegen wir? Grün. Fühle ich jetzt nicht so. Hier wollte ich nicht lang übrigens, ich wollte da lang. Wenn schon. Und hier sind echt relativ viele gerade lange Straßen. Dementsprechend könnten wir die 200 hier knacken. Nicht hier gerade auf jeden Fall. Hier ist nämlich direkt die Kassette. Und jetzt fahren wir hier rechts rum. Nämlich gegen den Uhrzeigersinn. Holen uns gleich den ersten Buchstaben ab. Das ist das Y. Junge, fährt das Ding gut, Alter. Im Gegensatz zu allem, was wir im letzten Part gefahren sind. Also der Liftback fährt halt eigentlich auch gut, aber halt nicht nassen. Ich meine, der hier fuhr richtig gut im Nassen? Oder was der Max Attack? Das könnte auch der Max Attack gewesen sein. Ich bin mir jetzt gerade nicht ganz sicher. Da ist das Y auf jeden Fall. Zack. Und schöne Barrel Roll. Dann holen wir uns jetzt mal den nächsten Buchstaben. Der ist nämlich auch hier vorne direkt. Und zwar ein L. Ich hoffe, es ist natürlich das letzte L und nicht das vorletzte. Das sähe ja dann nicht so cool aus. Auto. Okay. Das sollte... Den habe ich nicht gesehen. Das L sollte hier in der Kurve liegen. Okay, am Ende der Kurve. Da vorne ist es. Und es ist... das letzte L. Nice. Das war cool. Jutti, dann fahren wir hier vorne links. Haben wir jetzt eine Dreckpiste und ein Foto. Und sind leider ein bisschen hängen geblieben. Und was im Spiel passiert? Zack. Okay, das sind hier scheinbar immer irgendwelche landestypischen Sachen, nennen sie jetzt einfach mal. Bisher ein Schaf, ja, die gibt's viel da. Und bisher ein Känguru, ja, okay, die gibt's auch viel da. Was ist hier? Ölfelder? Ah ne, Windmühlen. Mit Schafe. Sehr schön. Man dürfte hier auch gleich... Sekunde, wo bin ich denn gerade? Ja, genau. Eine Kassette kommen. Wir fahren jetzt innen rum. Und holen uns hier dann gleich den nächsten Buchstaben.
Und wir räumen das Feld bei den Buchstaben dieses Mal wirklich genau von hinten rum auf. Alter, komm klar. Und auch hier gibt es übrigens wieder einen Pfandselektor, wenn hätte ja sagen können, dass es hier nicht gemacht haben. Das nächste L, oh Gott. Und wenn wir hier weiterfahren, holen wir uns auch das A und sind mit dem Schriftzug fast fertig. Und kommen jetzt hier gleich auch schon zur nächsten Kassette. Dann haben wir schon drei von allem, bis auf die Buchstaben. Davon haben wir schon vier. Aber wir fahren ja erstmal schön die Schräge runter. Muss man ja auch mal machen, ne? Genau, hier ist schon die nächste Kassette. Okay, okay. Sehr gut, und wir fahren hier links rum weiter. Hier kommen zumindest noch zwei Aussichtspunkte, die haben wir dann fertig. Ich sehe übrigens gerade relativ schlecht, wenn ich hier so zwischen Eukalyptusbäumen durchhopfe. Also ich glaube zumindest, es sind Eukalyptusbäume, ich bin mir zugegebenermaßen nicht so hundertprozentig sicher. Darauf wetten würde ich jetzt nicht unbedingt. Hier unten Dach. Da haben wir es auch schon. So. Und der nächste ist tatsächlich hier auch direkt um die Ecke. Okay. Erstmal übel gecrashed. Gut, dass es keinen Schaden in der freien Fahrt gibt. Und hier ist das nächste quasi dasselbe wie eben gerade. Ah ne, andersrum. Okay. Gut. Und dann fahren wir jetzt erstmal nach unten in den Kringel. Da sind nämlich die letzten zwei Kassetten und der Pfandselektor-Van. Und die holen wir jetzt mal. Dann können wir diese Straße nochmal richtig nach oben prügeln. Und hoffentlich die 200 knacken. Wo sind wir gerade? Da, okay. Das heißt, hier irgendwo sollte der Pfandselektor-Van stehen. Da ist er. Danke. Das heißt, wir haben jetzt alle Pfandselektor-Busse, die es im Spiel gibt, gefunden. Okay. Und hier holen wir uns als allererstes mal den hinteren Aussichtspunkt, würde ich sagen. Wenn ich nicht so weit Offroad fahren würde, ne, dann könnten das alles schöne Fotomotive sein. Aber ich muss ja unbedingt Offroad fahren. So, und das letzte Kassettchen ist hier vorne rechts. Und zwar hier. Und dann fahren wir jetzt links rum, rechts rum. Und holen uns das R. Das ist nämlich genau am anderen Ende. Und ich hoffe, dass ich darauf die 200 km/h knacken kann, aber gerade funktioniert es erstmal nicht so gut. Also, ich hätte es zwar fast geknackt, wahrscheinlich mit quer durch den Busch fliegen, aber das ist ja nicht Ziel der Sache. Wir schauen mal, ob wir sie hier knacken können, weil hier ist relativ weit gerade und gepflastert, beziehungsweise. Ja, da haben wir es. Reach 200. So. Und hier haben wir. Oh Gott. Das R. Und zwar, wenn man hier diesen Scheißpfad hochfährt. Und hier rechts rumfährt, haben wir hier das R. Und damit haben wir Mara Simba. Ne, Mara Simba ist es ja gar nicht. Australien. Vollendet. Und ich mache jetzt hier ein Foto. Und damit das Spiel beendet.
Das Spiel ist durch. Wir müssen in diesem Wagen jetzt noch sehr weit fahren. Wir müssen in irgendeinem Wagen 500 Kilometer fahren. Ich kann noch mal kurz die Achievements aufrufen. Ich lasse für euch quasi so lange noch mal die Dingens durchlaufen, die Credits, die euch beim letzten Mal nicht vollständig durchlaufen lassen, weil ich dumm bin. So, wir haben jetzt noch offen. Complete a stage with a near totaled car, also mit einem fast zerstörten Auto finishen. 500 Kilometer mit einem Vehikel fahren. 1000 Stages fahren, wovon wir 285 haben. 258, Entschuldigung. 200 km/h erreichen, was wir eben gekriegt haben. Eine Rallye gegen Master AI mit Server Damage Simulation gewinnen. Eine Stage in eine Runde in Japan in der Nacht im The Original. Und den Fujin für 555 Kilometer fahren. Ich habe die Credits wieder abgebrochen, Alter. Gut. Ich mache die Sachen auf jeden Fall noch alleine. Bei den 1000 Stages bin ich mir nicht ganz sicher. Dafür muss ich schon sehr viel Zeit haben. Aber eventuell mache ich es einfach so, dass ich jeden Abend eine Runde Dingen spiele und das Daily fahre. Mal gucken. Ich bedanke mich erstmal vielmals fürs Zuschauen. Das nächste Projekt ist dann, wie bereits angekündigt, morgen, hab den Namen vergessen. Habe ich hier letzten Parts schon mal darüber geredet. Gut. Bis dahin, haut rein und tschüss.